Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese süßen Bettchen selber gemacht habe. Ich habe hier einmal eine einfache und eine schwierigere Variante. Und ich hoffe, dass euch das Video gefällt und dass ihr es nachmacht. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ihr braucht natürlich Stoff und ich habe mich jetzt hier für so einen Fließstoff entschieden. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass sich die Kaninchen nicht mit ihren Krallen irgendwo hängen bleiben können. Wenn ihr zum Beispiel Handtuchstoff nehmt, dann kann das gefährlich werden. Also solltet ihr einfach ein bisschen drauf achten. Und hier könnt ihr jetzt sehen, dass ich mir für das einfachere Kissen einfach markiert habe, wie groß ich das machen möchte. Ich habe da schon einen genauen Platz, deswegen habe ich da die Maße dann genommen. Und das habe ich dann mit einem Stift einfach aufgezeichnet und danach ausgeschnitten. Und wie ihr sehen könnt, ist das eigentlich super einfach. Das Ganze habe ich mit dem schwierigeren Kissen auch gemacht. Das habe ich viel, viel größer gemacht. Und da müsst ihr auch noch ein bisschen mehr dazu rechnen, als ihr eigentlich von der Größe haben wollt, da es noch einen Rand bekommt. Und das habe ich natürlich dann auch nochmal ausgeschnitten, also so wie beim ersten Kissen. Beim kleineren Kissen habe ich den Stoff direkt gefaltet, sodass ich zwei Seiten habe. Und beim größeren braucht ihr natürlich zweimal denselben Stoff, also mit derselben Größe. Dem ersten Kissen angefangen und einmal da lang genäht, wie ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe. Und einmal schön drumherum, so gerade wie möglich. Und wenn ihr damit dann fertig seid, dann so umdrehen, aber... Immer wenn ich an eine Ecke gekommen bin, habe ich einfach die Nadel runtergedreht und dann einfach den Fuß hochgenommen und den Stoff gedreht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dadurch musste ich nicht immer wieder neu ansetzen. Und wichtig ist auch, dass ihr ein Loch lasst, damit ihr nachher noch was reinfüllen könnt. Und da solltet ihr auch immer vorwärts und rückwärts nähen, damit das Ganze gut versiegelt ist bei dem Ende. Jetzt könnt ihr das Ganze einfach umdrehen. Wenn es nicht so gut funktioniert, könnt ihr es auch irgendwie mit einem langen Lineal oder so noch probieren und achtet darauf, dass ihr die Ecken wirklich gut rausdreht. Und dann könnt ihr das Ganze befüllen. Ich habe jetzt hier noch so eine Füllwatte gefunden. Ihr solltet aber darauf achten, wenn eure Kaninchen sowas sehr oft annagen oder so, dass sie nicht mit dieser Watte in Berührung kommen. Wenn euch das zu heikel ist, dann könnt ihr auch einfach Stoffreste oder sowas zum Befüllen benutzen. Dann müsst ihr das Loch noch wieder zunähen und so. Also es war wirklich super, super eins hier auf meine kleine Etage gelegt und die Kaninchen sitzen da wirklich gerne. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Kissen und hier könnt ihr sehen, dass ich einmal schon mal mit Kugelschreiber vorgezeichnet habe, wie ich das haben möchte. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Dann habe ich halt einfach einmal das innere Viereck sozusagen drumherum genäht und natürlich wieder ein kleines Loch gelassen, damit ich auch da wieder Watte reinfüllen kann und dann natürlich auch wieder vor und zurück nähen. Also im Prinzip dasselbe wie eben, nur dass wir bei diesem Kissen das nicht umdrehen. Guck mal, was ich für einen dummen Fehler gemacht habe. Ich habe hier extra das Loch gelassen, um die Watte reinzufüllen, weil ich ja hier zwei Teile habe. Also das wird ja der Rand, das ist der Innenteil. Und schaut mal, ich habe hier einfach zugenäht und jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr ran. Jetzt kann ich das hier alles wieder auftrennen. Ja. Ich würde euch empfehlen, hier wieder zwei Öffnungen zu lassen, damit ihr wirklich in jede Ecke etwas von dieser Füllwatte reinstopfen könnt.
Danach müsst ihr die beiden Löcher eigentlich nur noch zunähen und dann seid ihr auch schon fertig. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Bettchen gefällt. Also ich persönlich finde es richtig, richtig schön und ich bin auch voll stolz, dass das so gut geworden ist, ohne mich jetzt selbst zu loben. Aber mir gefällt es halt persönlich sehr gut. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich denke, man kann da mit richtig schönen Stoffen arbeiten und jemand, der das besser kann als ich, kann da natürlich noch mehr rausholen. Also ich finde es eigentlich eine super süße Idee. Und ja, ihr Lieben, wenn ihr dieses Do-It-Yourself nachmacht, dann macht unbedingt ein Foto davon und taggt mich da, wenn ihr es uns auf Instagram veröffentlicht. Das würde mich riesig, riesig freuen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.